So. Jetzt haben wir die Prime-Action am Start. Heidenai, dass ich das jedes Mal vergesse, ich würde mir am liebsten den Hals umdrehen. Warum ist es überhaupt die Wahl und vor allem, da es doch diese Wahl gibt, warum ist Prime nicht voreingestellt und man kann das wahlweise ausstellen? Welcher Mensch bei klarem Verstand sagt sich, ich spiele heute mal ohne Prime? Und damit willkommen zum heutigen CSGO Matchmaker. Ich erwarte jetzt die volle Primung. Die volle Primung. Das Team müsste jetzt richtig nice sein. Die Gegner müssen richtig nice sein. Das muss richtig nice sein. Hello, yeah, I can hear you. Okay, I will follow you. Let's go be. Alle folgen dem Karambit, bitch! Still on spot 1B. Gun for plant, cover me please. Oh my god, I have a god. Short one. Too short. They're coming. Ich bräuchte vielleicht minimale Hilfe hier, Leute. Hallo? Ihr zwei Gauner? Jetzt müsstest du schon warten. Hallo? Just wait, I need to defuse. Nice. Das war gerade ein bisschen schwierig, oder? Er ist voll im Firefight, was er hätte vor 10 Sekunden schon sein sollen, als ich noch allein war. Dann ist er allein und er geht voll ran. Er geht ran. Das ist bitter für die Cities. Die waren zu zweit oder noch zu dritt und wir haben sie gebumst. Durch den Bum-Bum. Just wait, let them come. Oh. On spot. Das ist natürlich auch Fragen, die behindert sind, ne? Vielleicht bei getting shot. Wenn er von der Diggle getroffen wird, kann er auch nicht sagen, ja gut, ich sterbe jetzt aber nicht. Natürlich hat er indirekt schon recht. Warum gehen sie denn so ran? Warum pieken sie so hart? Nachdem die Bombe gelegt wurde und wir schon ein oder zwei verloren hatten, kann man sich dann eigentlich zurückziehen. Aber naja. Die Gegner denken vielleicht dadurch, dass wir jetzt nicht so gut sind und schätzen uns möglicherweise unter. Also unterschätzen uns. One window, he saw me. Okay, Eco oder was? Noch eine Eco, okay. Wir haben alle 4000. Deutlich ausreichend bei T, um irgendwie zu kaufen. Aber da müsst ihr auch was machen hier, Jungs. Nicht hier rumkacken. Ja, bei der Eco muss man schon ran an den Speck. Nice, they're gonna plant. Nice. One connector. One stairs. Au. How do you get shot by IUP? Die Eco war eben vollkommen bescheuert, oder? Oder ist es normal, dass man bei 4.700 Dollar sagt, Leute, wir müssen Eco holen. Das wird schon Sticks. Also wir hätten die eben mit vollen Waffen, nachdem sie B scheinbar komplett oder fast gesteckt haben, total abziehen können. Wir hätten die nackig gemacht. Ich hätte diesen einen Pisser, der mich umgemacht hat, noch Minimum dreimal gekillt. Jetzt haben wir halt kleine Problematik, ne? Von hinten könnte gleich einer kommen oder bald. Wir kommen oder nicht auf A drauf, kriegen nichts geschissen. Und Fatih muss ja mal wieder einen Kobe des Jahrhunderts werfen, ne? Oh. Both on spot. Geiler Scheiß. Und von ihm lassen sie sich einfach so wegholen. Was ist denn jetzt hier los? Warum treffen die uns, aber eh nicht? So, jetzt labert nicht mit euren scheiß Ecos bei Full. Also ich fand, der Bigo am Anfang war schon gar nicht mal so übel, bis auf das Verteidigen. Schon. Nice. Ich schmeiß mal diese Smoke da hin und er denkt sich genau, oh, da ist jemand, da liegt der Smoke. Dabei wäre das eigentlich ein easy Kill gewesen, aber ich konnte es einfach nicht verwandeln, das ging nicht. Ah, und dann habe ich wieder gecallt. In der Begegnung, hab ich das gemerkt, ich schieß. Call, Shot, schieß weiter. Sau dumm. Vor allem ist es noch nicht mal notwendig, also nehme ich zumindest an. Bei einem Tour in One kann ich ja davon ausgehen, oder sollte man davon ausgehen, dass der andere Kollege, der mit mir noch alive ist, dass der mitbekommt, wenn ich unter Beschuss stehe und dann eben... ja, reagiert und auch sieht auf der Karte, oh, scheinbar ist es auf Short. Aber ich habe dann so Schiss, dass ich Retard-Mates habe, dass ich trotzdem call, damit sie genau wissen, da ist einer auf Short und den kannst du holen, easy peasy. Das muss ich mir abgewöhnen, zumindest dann während den Feuergefechten kann ich das nicht machen. Ja, die Masche funktioniert doch ganz gut. Dieses langsame, gemütliche vor uns hinspielen, irgendwo einen wegsnacken und dann draufgehen, das läuft. Diese CTs sind die Meister im Vereiteln von einem Rush, aber sowas ging so nicht hin. Need help, I can plan. Oh. Oh Gott, wir haben 4 AWP-Spieler die Runde. No. Hell no. Ach, leck mich doch. Ich gebe ihm 80, dann fickt mich der Kerl von Short. Also zum Glück können die Mates hier das Spiel verwandeln. Ich habe so scheiß Pechmomente. Ist nicht mehr feierlich. Go for plant, please, Purple. Leute, wo ist denn der Plant und alles hin? Oh Gott. Die haben Pistol Force und wir sterben. Nice. Dann got the bomb, guys. Gott, das läuft gerade richtig scheiße bei mir. Merkt ihr was, wenn es beim Team läuft? Dann läuft es bei mir nicht. Ich kann immer nur dann zur Größe werden, wenn die Zeiten echt schlecht sind und man mich braucht als Rächer der Kills. Genau sowas ist einfach so verschissen behindert, Mann. Short one. I think he jumped back.
fuck. Dass ich jetzt genau da gefangen war. Ich konnte nicht in scheiß Ninja gehen, um die Runde easy zu holen. Ich konnte nicht in Fick gehen. Ist einfach wieder so dreckig an, Lucky. Das gibt's gar nicht. Unglaublich, oder? Wer ist? Ja, immerhin Apples. Guck, immerhin ein kleiner Winner eingefahren, oder? Ich muss jetzt einfach ein bisschen aufdrehen. Das geht so nicht. Ich muss reinklotzen. Was habe ich vorhin gesagt in der letzten Runde? Ich glaube, da ist einer auf dem Stuhl. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwas gesagt und genau das meine ich auch. Shit, ich bin so low. Da war echt der AFK, der letzte. Okay. Ich werde trotzdem wieder unten in... Ah, nee, jetzt bin ich zu langsam. Dann kommt mir wieder direkt einer entgegen, das will ich nicht. In Underground. Nein, nein, nein. Don't forget the bomb, guys. I got it. Ich hole sie schon. Das sind irgendwie Dödel, ne? Ich verstehe sie nicht ganz, dass sie die Bombe dann komplett liegen lassen. Klar, man legt sie weg, wenn man als Erster raus will, aber dann sollte sie der Zweite oder Dritte nehmen. Guck mal, habt ihr es gesehen? Orange geht an der Bombe vorbei. Die Bombe liegt noch bei uns am Spawn. Sind die behindert? Also solche Sachen, da denke ich jedes Mal, dass die müssen irgendeine Krankheit haben. Also irgendwas kann nicht mit denen stimmen. Ah, die haben hier gesmoked. Eklig. Oh, jawohl, der Kollege kommt gleich durch, geiler Scheiß. Hier ist auf HP. Ja, 6-9. Merkt ihr was? Ich mache Prime rein und schon haben wir die perfekte Aufstellung. Die Kommunikation ist nice. Klar ist da manchmal jemand dabei, der dann so macht, aber das Spielverständnis ist da. Man hat nicht irgendwelche Dummköpfe, die zu 20 auf B gehen oder so. Lass mal das Car. Durch! Also selbst wenn wir das hier trotzdem verlieren würden, aus irgendeinem Grund, selbst dann... Yeah, exactly. Ich fand das trotzdem deutlich geiler als die letzten zwei Spiele. Drei. Bomb in front of B. One is T-Stairs, attention. Komm schon! Was? Oh my god. Shit! Merkt ihr was? Dieses Team. Lustig. Frustig anzusehen. Ich möchte mit ihnen essen gehen. Heute Morgen oder am Dienstag? Weiß ich nicht. It's a Kobe again! Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Alter Palerio! Er kommt da einfach angeschniedelt. Wer ist der beste Spieler der Welt? Ich. Nicht. That's a negative. Warte, wie er meine Waffe wegschmeißt, ist ein Frechdachs. Kobe! One connector, one jungle. Ach komm, was? One is tagged on A, 34. That's ridiculous, guys! Oh shit, my little poo. Also ich gönn mir hier ein bisschen was. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Geld her habe. Wahrscheinlich meine krasse Goodness. So, können wir jetzt endlich kaufen. Wahnsinn, was mit eurem Geld los? Wir kaufen jetzt. Einer hat halt jetzt geschissen. Hier zweifelt doch keiner dran, dass wir das gewinnen. Sobald ich mich umdrehe, um ein paar Kills zu machen, kommt einer Palace. Nee, das ist hier der letzte. War kein guter Kill, aber immerhin einer. Ist der Palace-Mensch jetzt gestorben? Ich hab keine Ahnung. Weißt du, ey. Das heißt jetzt, dass ich ihn jagen muss. Das ist so ein Vollidiot. So ein typischer hirngifter Vollidiot, dieser Kerl. He's 1 HP. You need to hunt him down. And then lose the round because he's lucky and give you a hitchet. Uh-oh. Just like me. Jetzt aber Ruhe im Karton, Jungs! Bomb upper mid. Okay, just wait. Fuck. Just go B, I say. T-Stairs one. Einen abgefackelt, lalala! Oh, ich spiel gerade so Silver-like, das gibt's gar nicht. Alle Kills, die ich mache, sind nur so ganz knapp geholt. Keine Ahnung. Und das Spiel davor einfach wie der letzte Gott! Da hat der Fatih zwei Assists gemacht noch. Verstehst du? Und hat sich ganz hoch katapultiert. Mhm. Okay, full buy. Endlich. Ich will den Deckel jetzt drauf machen, nein. Jetzt bin ich wieder ganz oben, das heißt, mein Team wird schlechter. Scheiße. Ich nehme an, er hat auch keine Double Nate parat. Daher Nate und Molly direkt hinterher. Alles klar, Zaletta. Oh mein Gott. I'm gonna window. Okay, you're gonna window. Flash Zombie. Bomb is down in apartments. Okay. Yeah, one shot coming. Short. Last one is apartments. He got the bomb now. Oh Gott, komm schon. Das musst du machen. Ich wäre jetzt, glaube ich, dazu gesprungen. Man hat eben kurz gesehen, wie er da jumpt mit einem P90, sich wahrscheinlich die M4 picken wird und sowas. Da wäre ich direkt durchs Fenster durch. Der wird doch nicht verschieben. Ich glaube, der wartet auf B und legt dann gleich. So, Nikolas, jetzt musst du natürlich ran an den Speck. Shit, dass der nicht reinging. Schade. Oh Gott, der läuft mit dem im Kreis. Ich glaube, der ist gerade eben Richtung City gegangen. Kann das sein? Nice. Die Flash war schon sehr höchst edel. Die hat ihn aufgehalten. So, es gehen 2 A, dann gehe ich mal B. Ich wollte gerade sagen, just play. What the fuck?
Im Nachladen. Ah! Das gibt echt noch ein Unentschieden, ne, gegen die Böcke. Ich fass es nicht. Das ist lächerlich. Warum haben die Mates nicht reingenatet, Mann? Das wäre jetzt einfach ein Triple Kill gewesen mit der Granate. Gegen zwei Bots. Wir kommen mal wieder runter. Es war trotzdem viel, viel besser wie ohne Prime. Also macht euch immer Prime rein. Übrigens habt ihr das eben gehört. Er hat gemeint, yeah, I ranked up. Das heißt, er war eins unter dem Rank. Oder ist er jetzt eins hoch und ist jetzt auch DMG? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.